Jetzt kommen hier die geilen Spots. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin in der Operngarage. Was ich heute mache, einen ganz normalen Spotting-Vlog Ende Dezember. Wir haben den 31. letzten Tag des Jahres. Mal schauen, ob wir noch die letzten Highlights erwischen. Wir haben Samstag mit richtig krassem Wetter. Wir haben es um die 16 Grad. Es ist zwar bewölkt, aber es soll noch richtig schön werden. Und warum ich jetzt die Anmoderation hier in der Operngarage mache, ist ganz einfach, weil hier schon ein richtig geiles Auto steht und das zeige ich jetzt. Und zwar handelt es sich dabei um diesen Continental Supersport. In dunkelrot. Aus Esslingen. Junge, die sind generell, also als Cabrio auch noch, die sind generell ziemlich selten. Aber als, also in so einer Spec. Rotes Dach hier, kann man kurz ein Bild machen. Schwarzes Interieur, das ist ziemlich simpel gehalten. Aber Junge, schau euch den an, wie clean der ist. Richtig geiler erster Spot. Es steht auch noch so anderes Standardzeug für umso R8, sowas. Aber das ist auf jeden Fall bisher mein Highlight. Und darüber freue ich mich auch sehr. Jetzt geht's in die Max. Und da steht bei mir noch ein Rolls Royce und ich kann Crash. Da kommt ein Irish Green Targa, dürfte es sein. Und da hinten kommt ein R8. Sag mal, jetzt geht's ja richtig los hier. Da kommt ein Lusso. Gibt's doch eigentlich erst heute Abend, oder? Sorry. Also das war jetzt echt unerwartet. Vantage GT8 von einem unserer eher kleineren Sammler hier in München. Der hat auch jetzt nicht so ganz die krassen Autos, aber das, was er hat, ist schon relativ geil. Und der Vantage GT8 ist immer wieder ein Highlight. Also auf jeden Fall ein sehr geiler Spot. Fragt euch sicher, warum ich nicht mehr auf der schönen Mauer sitze. Das liegt daran, dass ich gerade auf dem Weg bin zur Hofbräugarage und ich schaue, ob da irgendwas Schönes drinsteht. Habe ich heute noch nicht gecheckt. Aber es ist Feiertag, deswegen kann es sein, dass es auch ziemlich leer ist. Aber das checken wir jetzt einmal zusammen. Wir haben jetzt schon mal ein DB11. Sonst ist hier aber eher gar nichts los. Deswegen gehe ich jetzt wieder in die Max. Also ich meine, wir hatten ja im November, Dezember, also Anfang Dezember, hatten wir ja einen echt krassen Winter. Wir hatten ja auch viel Schnee, wie jetzt im letzten Jahr vor allem. Und es war richtig kalt. Aber jetzt ist gefühlt Frühling. Wir haben es um die 16, 17 Grad. Und ich habe es auch gerade gespürt, als ich aus der Garage rausgegangen bin. Und das ist echt krass. Genauso wie ich es im Oktober gesagt habe, dass es noch schöne Tage im Winter geben wird. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt im Januar sein wird. Aber ab Februar geht sowieso wieder die Spotting-Saison los eigentlich in München. Also ich bin sehr gespannt, was dieser Winter uns noch so bringt. Heute geht es zum Beispiel bisher ganz gut. Wir haben es Dezember. Endlich mal wieder ein Spot hier. F8. Nadi, als erstes hier. Rollfilter an.
Alkohol, Rosa, da. Da hinten kommt noch die Porsche mit dem Zoom, können wir mal kurz nachschauen. Es ist, scheint aber nur ein Karriere zu sein. Das könnte sogar nicht CS sein. Motorhaube und Spoiler. Schauen wir mal. Ja, positiv. CS. Mir fällt gerade auf, wir haben immer noch keinen geilen Porsche gesehen. Also es wird zeitlangsam. Ich hätte mir durch das Filmen gerade hier irgendwas verspannt. Ja, ich denke nicht, war hier ein gescheiter Spot und es stellt nicht Schaden. Ich glaube es nicht. Hier, hoch man ein GTD. Der wird auch ein paar Tuning-Parts haben, vielleicht sogar Abgasanlage, aber das kann man hier ja schlecht ausfahren, sage ich jetzt einfach mal. Hier Double Drop, da kommt ein richtig geiler Porsche, der gerade auch schön beschleunigt, das gefällt mir. Bisschen was kommt, aber da geht auch mehr. Bin mir sicher. Vor allem so das ein oder andere Highlight, auch Mini-Highlight oder sowas. Ist er wieder. Richtig geil. Junge, das dürfte. Also, entweder das ist ein Restomod oder das ist einfach ein richtig geiler alter Porsche. Vielleicht ist er auch restauriert. Auf jeden Fall, man sieht hier die Verbreiterung, schöne Fuchsfelgen, lila Lackierung. Das ist ein richtig geiles Auto und die Front schaut auch sportlicher aus, als sieht man es natürlich nicht. Bitte da. Jetzt hat man es gerade kurz da, die sportliche Front, die ich euch zeigen wollte. Manchmal mag ich Touristen nicht. Jetzt wollten die da gerade, dass ich ein Bild von denen mache. Und dann hat dieser Porsche beschleunigt. Junge, mein Herz ist aufgegangen. So geil war das. Ich habe natürlich kein Video davon. Da haben wir jetzt hier einen clean Turbo. Also schon ein geiles Spec, aber irgendwie hat die Kamera nicht so wirklich Bock auf ihn. Jo, das ist schon geil. Jetzt gib ihm einmal für Porsche, für Deutschland. Ich glaube schon, das ist scheiße. Ja, so viel dazu. Fuck, da waren 5. Die 60. Jetzt kommen hier die geilen Spots. Ein First Gen, also erste Generation Gallardo Super Leggero. Junge, das ist ein geiler Spot, darüber freue ich mich wirklich. Man hört es wahrscheinlich auch. Das ist geil, habe ich auch schon gesehen dieses Jahr. So geil. Und hier ein getunter Lusso, wahrscheinlich Logitech. Also jetzt geht's nicht schlecht. Und ich denke auch, dass es zum Abend hin eher besser wird. Warum sieht hier auch aus? Ja, wir haben noch ein bisschen bis Abend. Der Huracan hat das gelbe Detail, auch sehr interessant. Und da ist er wieder, der Gallardo Superleggero. So geil. Ich hoffe, der gibt mir mal ein Gas, muss auch auf meinen Rucksack aufpassen. Also das ist jetzt ein Auto.
anstatt so die Sachen in den Chat zu schicken, weil hier die ganze Zeit was kommt, haben wir sogar einen Triple Spot, sogar einen vierten Spot, mit dem Lusso noch. Ja, und jetzt sieht man nichts, weil da Leute sind. R8 haben wir hier. Übrigens noch einen schönen SL, schönes Back. Hüfte auf amerikanische Version rein. Und hier haben wir halt die zwei V10 Audis, VWs. Ja, VWs trifft es ganz gut eigentlich. Und hier ist mein schöner Aufsack. Der R8 hat bald immer jetzt so rote Details. Hier kann man es ein bisschen sehen. Kann aber auch sein, dass der mal einen anderen hatte. Weil der hat auch so ein schwarz-gelbes Interieur, aber ich weiß es gar nicht. Jetzt müssen die mal hier schön Gas geben, wenn die Tram nicht so laut ist. Nämlich jetzt. Kennzeichen ANR, aber ich denke mal, es ist kein ANR. Aber Aston Martin Racing wahrscheinlich steht das für oder irgendwas ähnliches, ich glaube nicht genau. Das passt ja auch nicht in den dieser Supra, aber die SEM Supra, wie auch immer man sagt, habe ich gestern erst eine Insta-Story gesehen über die Geschichte von dem Auto, nämlich dass die Eltern von dem Besitzer das Auto in den 80ern gekauft haben. Ich habe sogar das genaue Jahr. Ich schau mal nach. Ich habe nämlich sogar davon einen Screenshot gemacht. Hier. Ich kann es euch so mal zeigen. Also auf jeden Fall, da steht Mom and Dad, they bought the car in 1987. Also finde ich total cool. Die haben quasi, das, die Eltern von dem Besitzer, haben quasi das Auto damals gekauft. Einfach als normales Sportcoupé. Und der fährt ihn jetzt halt quasi als JDM Classic, kann man so sagen. Und will ihn deswegen auch nicht verkaufen. Finde ich absolut cool und auch echt nachvollziehbar. Das ist einfach, keine Ahnung. Das ist einfach, das macht ein Auto dann doch noch ein bisschen spannender. Und da kommt ein FF. Um ein Thema aus dem Berlin-Blog nochmal aufzugreifen. Zürich. Zürich wartet auf mich. Und zwar nicht, wie es eigentlich geplant war, morgen, sondern später. Warum und wann erfahrt ihr in einem Video, wo ich mich sehr freue, dass ich das mache. Das mache ich nämlich das erste Mal. Es dürfte am Freitag kommen, wenn ich mit dem Plan durchkomme. Obwohl ich eigentlich auch mal ein bisschen Zeit für mich geben wollte, weil ich jetzt teilweise Nächte mir genommen habe, um zu schneiden. Zum Beispiel den RM Sotheby's Verladen-Vlog oder jetzt gestern den Jahresrückblick habe ich wirklich teilweise bis 3 oder 4 geschnitten. Plus rendern und teilweise noch hochladen und so. Aber die Videos, also das jetzt gerade und das nächste, die sollten relativ einfach zu schneiden sein. Deswegen schaue ich, dass ich dann noch regelmäßig hochladen kann und auf das übernächste Video, also das übernächste, nachdem kommt noch eins und das nach dem, das ist ein richtig geiles Video, freut euch darauf, das wird richtig cool und da werde ich euch wieder ein bisschen was erzählen. Dann noch eine Camaro ZL1 habe ich leider verpasst, weil ich mich den Kollegen hier fokussiert habe und deswegen hoffe ich, dass er jetzt mal fährt, sonst wäre das total umsonst gewesen. Manche wissen gar nicht, wie geil so ein DB11 ist. Und ich rede schon wieder hier, ohne dass man mich sieht. Aber immerhin ins Mikrofon.
drei Spots auf einmal. Hier ist ein R8 und dahinter dem Opel ist noch ein GT3. Schauen wir mal, wie wir das jetzt gleich machen. Aber generell geht Porsche natürlich vor Audi. Und da ist er. Könnte sogar, wenn es scharf stellt. Und ich fuck diese Kamera manchmal so ab. Bitte stell das scharf. Bitte, Mann. Jetzt dürfte sogar dieser Olivgrüne, was heißt Olivgrüne, der Grüne halt sein. Weiß ich aber gar nicht. Nochmal was zum Wetter sagen. Will ich das genau dann sagen, wenn hier die ganzen Autos langfahren und laufen? Ich wollte nur sagen, ich habe ja schon gesagt, dass es sein kann, dass es noch den einen oder anderen schönen Tag gibt diesen Winter. Aber ich finde einfach generell, ich finde einfach cool, es fühlt sich an wie ein Herbsttag oder wie ein Frühlingstag. Also einfach ein schöner Herbst-, Frühlings- oder Frühlingstag hier Abend hier in der Max. Finde ich einfach total geil und damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Nicht, dass so eine riesige Winterpause entsteht, sondern dass man zwischendurch auch noch so einen schönen Tag hat, wo man einfach spotten gehen kann. Das finde ich einfach total cool. Das heißt, ich kann weiter spotten und das ist doch total schön. Auch wenn ich sagen muss, dass ich alle Autos, die ich bisher heute gespottet habe, alle dieses Jahr schon mal gesehen habe. Aber schauen wir mal. Ab morgen kann ich bei den Autos, die ich sehe, ja sagen, dass ich dieses Jahr noch nicht gesehen habe. Toller Vorteil, ne? Hier ist ein schöner Himmel. Und mindestens genauso schön ist hier dieser Porsche, den ich jetzt heute filme. Aber wir wissen ja alle, Enttäuschungen gibt es immer beim Spotten. Aber Carrera 2 oder Carrera S, so schlimm ist er jetzt nicht. Trotzdem ein mega Auto. Das war ein GP, hatte sogar einen Seitenstirn. Wird hier gerade durch den Sonnenuntergang nochmal heller. Ich weiß zwar nicht, wie das funktionieren soll, jetzt von der Physik her, aber es ist echt schön und es ist nur mal ein bisschen hell, aber ich packe es dann auch gleich in Form ein. Also irgendwie passt der V8 Sound gar nicht zu dem. Ich finde den als V12 viel geiler, will ihn auch nur als V12 kaufen. Aber kann man eigentlich gleich einen FF nehmen. Ist günstiger, ist lauter, also cool. Und ein bisschen schöner, bisschen, vielleicht. Also der erinnert mich mehr so an den F12 als der Lusso an den 812, muss ich sagen. Falls man das überhaupt so vergleichen kann. Sieht nicht so aus wie so ein Standard-Ferrari, sondern du siehst einfach am Heck, dass es ein richtiger Sportwagen ist. Beim Lusso, der sieht schon mehr aus wie ein Kombi als der FF. Das meine ich jetzt damit. Aber natürlich, Kombi sagt man nicht. Genauso beim Panamera Sport Turismo immer schön Shooting Brake sagen, ne? Wichtig. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier mit dem schönen Sonnenuntergang zusammen. Die Abmoderation. Bild machen hier. Wunderschön. Also, ich mache jetzt hier eine schöne Abmoderation für euch. Da war schon wieder so viel Scheiße, eigentlich nur, weil ich das Bild machen will. Also, die Highlights von heute. Ich versuche es jetzt mal kurz zu fassen, weil ich weiß, dass es mich immer im Schnitt aufregt, wenn ich da ewig rumlabe. Also, die Highlights heute, Vantage GT 8 und Gallardo Super Ledera. Zwei richtig geile Autos, beide dieses Jahr schon gesehen. Aber ich freue mich immer wieder, vor allem sind Highlights der Vantage. Ist ja auch streng limitiert. Habe ich übrigens 4 von gesehen dieses Jahr. Einen beim Motortreff in Möblingen, einen beim Motortreff in München, einen grünen in Grünwald. Ja. Und den schwarzen in München, den dürfte ich aber auch dieses Jahr schon mal gesehen haben hier in München. Anfang des Jahres, ich weiß es aber nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das Jahr ist ja jetzt zu Ende. Ich freue mich auf ein neues Spotting-Jahr mit euch. Ihr seht das wahrscheinlich, wann seht ihr das Video? Am Montag. Heißt am 2. Januar seht ihr das Video. Da ist das neue Jahr schon angegangen. Vielleicht wisst ihr dann schon mehr über das neue Jahr als ich jetzt, weil bei mir ist es noch nicht das neue Jahr. Ich laber schon wieder so viel Scheiße. Also es war ein mega geiler Tag. Mich hat es richtig gefreut, dass heute schönes Wetter ist, obwohl Winter ist. Und ich hoffe, wir haben demnächst nochmal schöne Tage. Es sind auch geile Sachen geplant, generell die nächsten Wochen. Trips und Events. Nichts Großartiges, aber geile Sachen. Das heißt, ich werde auch regelmäßig hier was posten können. Also es war ein richtig geiler Tag heute. Mir ist auf jeden Fall richtig gefallen. Ich hoffe euch auch. Und wenn es der Fall ist, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.